Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und mein heutiger Gast ist unser Firmengründer Joachim Theiser. Hallo Herr Theiser. Hallo Diana. Freut mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir einen Podcast aufzunehmen. Wir sprechen heute über unseren neuen Afrika-Katalog, der seit kurzem auf dem Markt ist. Wir erläutern unsere Inhalte und sprechen über die Faszination, die Afrika bei den Menschen auslöst. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir den Katalog angeschaut von Anfang bis Ende und war absolut begeistert von den tollen Bildern und auch von den Beschreibungen der einzelnen Reisen. Man wird direkt mitgenommen und ich kann jetzt schon verraten, man bekommt definitiv Fernweh. Und diese Faszination Afrika, die ist ja irgendwie was ganz Besonderes. Herr Theiser, Sie waren schon unzählige Male vor Ort. Was fasziniert Sie denn persönlich nach so vielen Jahren immer noch an diesem Kontinent? Afrika hat vieles bewahren können. Das, was in Europa in vielen Ländern, vor allem auch durch Massentourismus, durch Überregulierungen verloren gegangen ist, das hat man in Afrika in diesem Fall nicht. Dort erlebt man immer noch die jahrhundertealten Traditionen. Man hat das Gefühl, man ist in der Zeit noch weit zurück. Und ich glaube, das ist ein ganz besonderer Teil einer Reise nach Afrika, dass man das Ursprüngliche, vor allem gerade in östlichen Afrika, immer noch so erleben kann. Also auch noch fernab von Massentourismus? Absolut. Massentourismus haben wir in diesen Wildschutzgebieten noch überhaupt nicht, schon gar nicht zur jetzigen Zeit. Und es ist etwas für die Seele, es ist Urlaub für die Seele, es ist Urlaub, wo man sich wirklich ganz anderen Dingen widmet als Urlaubsform, die man vielleicht schon viele Jahre vorher gemacht hat, durch Bildungsreisen, durch Besichtigungsreisen. Hier ist es klar, die Tierwelt, hier sind es die Kulturen, das heißt die verschiedensten Menschen, die wir dort kennenlernen. Also eine Art, eine Afrika-Erfahrung zu machen, ist völlig anders als Urlaub in Europa oder in anderen Gebieten. Und auf was dürfen sich denn unsere Kunden und Hörer im neuen Afrika-Katalog freuen? Viele neue Sachen. Also wir haben vor allem das Aktivprogramm wesentlich erweitert. Wir waren dieses Jahr mehrmals vor Ort, um neue Trekkingtouren auszuarbeiten. Das heißt, wo wir wirklich mit Einheimischen durch die Steppe ziehen, meist mit Masai, um Natur, Land und Leute noch intensiver kennenzulernen. Also der Aktivbereich spielt eine große Rolle und vor allem natürlich auch die Besteigung dieser sensationellen Vulkane, insbesondere in Tansania. Das sind Schwerpunkte, die also neu dazugekommen sind. Da kommen wir auch gleich nochmal ausführlich zu. Was würden Sie denn sagen, was unterscheidet denn unser Afrika-Programm von anderen Programmen auf dem Markt? Ja, ein wesentlicher Punkt ist die Fachkundigkeit. Wir sind ständig vor Ort, das heißt, wir übergeben unsere Gäste nicht wie die meisten anderen Veranstalter auf dem Markt den örtlichen Agenturen, sondern wir sind selbst dabei. Wir begleiten die Gäste immer wieder, wir sind ständig vor Ort, wir sind mit den neuesten Geschehnissen vor Ort vertraut und ich möchte auch behaupten, dass wir in vielen Ländern für das gleiche Geld deutlich bessere Unterkünfte bieten und auch sehr ungewöhnliche Programme. Nicht nur die Highlights, die man überall nachlesen kann, sondern wir tun unsere Gäste sehr intensiv mit anderen Leuten in Verbindung bringen. Ja, vielen Dank für den Einblick schon mal. Und Tansania nimmt ja den größten Teil der Reisen in unserem neuen Katalog ein. Was macht Tansania als Reiseland so attraktiv? Ein wesentlicher Punkt ist natürlich die Tierwelt, die in keinem anderen Land Ostafrikas in einer solchen Intention vorzufinden ist wie in Tansania. Alleine im Bereich der Serengeti Millionen von Huftiere, große Wanderbewegungen. Aber es ist auch die Landschaft, die Tansania ausmacht, die nicht zu vergleichen ist mit anderen Nachbarländern. Hier haben wir Vulkane, riesige Seen, die immense Tierwelt, 125 verschiedene Kulturen, also Ethnien, die dort leben. Also Tansania ist schon ein ganz besonderes Reiseziel, aber auch daher besonders, weil trotz der Äquatornähe
dort ein sehr, sehr gutes Klima vorherrscht. Nicht umsonst sind in der Kolonialzeit Tausende von Deutschen damals nach Tansania ausgewandert, haben dort Farmen gegründet oder mit dem Kaffeeanbau sich beschäftigt. Ein wesentlicher Punkt war mit Sicherheit die Fruchtbarkeit des Landes, aber auch das sehr ausgeglichene Klima, das auch ältere Gäste sehr, sehr gut vertragen können. Und welche weiteren Ziele finden unsere Kunden im neuen Katalog? Ja, wir haben weiterhin Madagaskar, ein Spezialgebiet unseres Zoologen Herrn Dr. Janschke mit im Programm, der ja Forschung betrieben hat auf den Spuren der Lemuren. Wir haben das Programm Namibia extrem erweitert, vor allem auch durch Selbstfahrerangebote. Und ganz besondere Erweiterung haben wir eben jetzt in Tansania mit 3 neuen Reisen in den Katalog aufgenommen. Ja, das Angebot ist gigantisch und man hat quasi die Qual der Wahl. Welche Reise ist für wen geeignet, beziehungsweise was würden Sie denn Afrika-Neulingen empfehlen zum Einstieg? Ja, in der Regel fangen die Gäste mit Südafrika an, mit dem bekanntesten Ziel, das natürlich am wenigsten mit Afrika zu tun hat, schon gar nicht mit der Tierwelt, mit Ausnahme des Krüger-Nationalparks. Aber es ist nun mal ein sehr gefragtes Land. Viele deutsche Urlauber waren dort und das schafft natürlich auch weitere Nachfrage. Man muss sich sehr gut beraten lassen. Jedes uns von uns angebotenen Ländern hat seine absoluten Eigenarten. Kein Land ist mit dem anderen auch nur im geringfügigsten vergleichbar. Denke ich an Namibia, dort haben wir immens große Wüstengebiete, wunderschöne Felswüsten, wunderbare Farben, Weiten. Das Land ist nur sehr, sehr dünn besiedelt. Das ist etwas für Menschen, die einfach total in Natur eintauchen wollen, vielleicht sogar auch mit dem eigenen Auto fahren möchten. Wer nach Botswana geht, geht natürlich wegen den Elefantenherden dorthin oder wegen dem Chobe-Nationalpark oder vor allem wegen dem Okavango-Delta. Wer nach Kenia geht, findet dort ein relativ preiswertes Ziel vor, was sich immer wieder auch anbietet mit Badeverlängerung am Indischen Ozean, mit Mombasa beispielsweise. Und ja, diejenigen, die schon viel in Afrika bereist sind, die nehmen dann zum Schluss eben Tansania, weil Tansania ist der Juwel aller ostafrikanischen Länder. Er hat einfach alles zu bieten. Die Weiten, die größte Tierwelt, die größte Tierdichte Afrikas, Vulkane, immense Gegensätze, Halbwüsten, Hochlandgebiete, tolles Klima. Also ich möchte sagen, dass so Tansania immer dann das Sahnehäubchen jeder Afrika-Reise ist. Ja, vielen Dank für den ersten Einblick. Und wir haben ja auch Tansania für Familien im Reiseprogramm. Was würden Sie denn sagen, auf was sollten Familien hier achten und wie alt sollten die Kinder eventuell schon sein? Ja, wir haben jetzt während der Pandemie sehr viel in Tansania in unserem Programm gefeilt und deutlich verbessert und darunter auch das Angebot für Familien. Wir haben jetzt sehr, sehr edle Lodgen gewählt, die extrem große Zimmer, ich nenne es jetzt mal Zimmer, es sind aber Tented Lodgen, eben haben, wo man problemlos 2 oder 3 Kinder mitnehmen kann. Also da wohnt man trotzdem auf sehr, sehr luxuriös, auf großer Fläche. Für Kinder ist natürlich eine Reise nach Tansania ein besonderes Erlebnis und man kann Kinder durchaus, denke ich, ab 10 Jahre mitnehmen, weil viel von dem Stoff, was die Kinder während dieser Reise mit uns erleben, sei es die Tiermigration in der Serengeti, sei es die Korallenbänke auf Sansibar, Themen wie Geologie, die Erdverschiebungen dort, also im afrikanischen Grabenbruch, Rift Valley, die verschiedenen Kulturen. Also die Kinder nehmen mit Sicherheit auch viel für den späteren Schulunterricht mit nach Hause. Und diese Themen kommen alle mehr oder weniger dann auch im Schulunterricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder dann natürlich mit einer ganz anderen Begeisterung dabei sind, wenn sie das vor Ort erlebt haben. Es ist natürlich kein preiswertes Unterfangen, aber wenn man die Investition sieht für die ganze Familie, die man da einmal macht, ein Erlebnis, das eine Familie über Jahre, Jahrzehnte zusammenschweißen wird, dieses gemeinsame Erlebnis, dann würde ich sagen, es lohnt sich durchaus auch für Kinder dabei zu sein. Gerade in den Sommerferien, wenn die Tiermigration ganz oben im Norden am Gometi-Fluss steht, da erleben die Kinder Dinge,
die sind wirklich unvorstellbar, die sind einfach, die prägen sich ein. Und insofern würde ich schon sagen, Reisen mit Kindern in Tansania sind bedenkenlos möglich, auch aus gesundheitlicher Sicht heraus. Es ist, die Nahrung wird, kann man gut vertragen, es ist ein akzeptables Gesundheitswesen vorhanden und, wie gesagt, schon mehrfach angesprochen, ein gutes Klima. Ja, und man hat gleichzeitig den Erdkundeunterricht für die Realschule schon absolviert. Ganz genau, der ist dann automatisch mit dabei. Ja. Und neben unseren Gruppenterminen gibt es ja auch die Möglichkeit, die meisten Reisen aus unserem Angebot individuell zu buchen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Erlebnis hat, eine Hochzeitsreise oder eben zu einem Gruppentermin nicht reisen kann oder auch nicht reisen möchte, man kann das Ganze auch ab 2 Personen durchführen. Wie werden die Gäste dann vor Ort betreut und wie läuft die Reise dann ab? Ja, dieses Individuelle, das ist eine besondere Leistung von Reisewelt. Darauf bauen wir, das machen wir sehr, sehr gerne, wenn solche individuellen Anfragen kommen. Das heißt, keine Reise soll sein wie die andere. Das heißt, der Gast bekommt bei uns im Haus eine ausführliche Beratung. Wir gehen auf die Wünsche, auf die Interessen ein. Entsprechend gestalten wir die Routen, entsprechend wählen wir dann auch die Lodgen aus. Und wir tun das in mehreren Ländern. Das heißt, das ist auch in Namibia möglich, das ist in Botswana möglich. Also wir arbeiten das ganz individuell aus. Und der Gast muss dabei nicht unbedingt selbst fahren oder Verantwortung übernehmen. Er bekommt jemanden unserer Mitarbeiter vor Ort, die auch deutschsprachig eingesetzt werden können und bestimmt dann den Tagesablauf selbst. Lediglich die Übernachtungspunkte, die liegen fest. Aber wie der Tagesablauf gestaltet wird, das liegt dann ganz in der Hand des Kunden. Ja, auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man eben einfach individuell unterwegs sein möchte. Dann haben wir ja auch die Aktivreisenden, die bei Afrika voll auf ihre Kosten kommen. Wir bieten neben der Besteigung des Kilimanjaro, den wir seit 12 Jahren schon im Programm haben, auch weitere Trekkingreisen an in Tansania und Uganda. Sie haben es vorhin schon erwähnt, wir reisen durch Vulkanlandschaften, wir besteigen den Mount Meru und den Old Onyolengai in Tansania oder wir unternehmen eine Trekkingreise durch die Nationalparks in Uganda mit Besteigung des Ruwenzori-Gebirges. Für wen sind diese Reisen geeignet und wie muss man sich entsprechend vorbereiten? Wir haben Trekkingreisen eigentlich für alle in allen Schwierigkeitsgraden. Wir haben Trekkingreisen, wo wir mehrere Tage auch sogar mit Zelt und zum Beispiel mit Maasai-Kriegern unterwegs sind, durch die Steppe laufen, hautnahe Begegnungen mit der Tierwelt dort erleben können. Man muss in der Lage sein, ungefähr zwischen 20 bis 30 Kilometer am Tag zu laufen. Das wohlgemerkt aber in sehr gemäßigten Klimazonen. Der Gast braucht kein Gepäck zu tragen, außer seinen Tagesrucksack. Wird alles transportiert, entweder mit dem Jeep zum nächsten Punkt oder wie auch in unserer ganz neuen Reise in Tansania mit Maultieren, wird also wirklich in einer Expeditionsart diese Reise durchgeführt. Es sind dann Maasai-Krieger dabei, die uns bewachen, die ganze Ausrüstung, Zelte, Kochausrüstung, alles wird mitgenommen. Es ist also eigentlich schon fast luxuriöses Trekking, aber wir haben verschiedenste Formen. Es gibt für die Extremeren, die also wirklich sportlich noch ganz aktiv sind, zum Beispiel mit dem Kilimanjaro los. Wir fliegen also nächstes Jahr 20 Mal zum Kilimanjaro, bieten die Besteigung an, immerhin der größte freistehende Berg der Welt, fast 6000 Meter hoch. Und wir wissen auch, dass es viel Verantwortung ist, solche Reisen anzubieten. Wir machen im Vorfeld vor der Reise, lange vor der Reise, Monate vor der Reise, intensive Besprechungen mit den Kunden, geben Ausrüstungslisten heraus, was also benötigt wird. Wir machen einen persönlichen Trainingsplan für jeden Gast und die meisten Gruppen werden auch von hier aus begleitet. Unsere nächste besondere Expedition zum Kilimanjaro wird am 21. Januar nächstes Jahr sein, also 2022. Die werde ich dann auch persönlich führen. Ich war sehr, sehr oft schon am Gipfel oben und die Gäste wissen natürlich diese Erfahrung dann auch zu schätzen. Was Besonderes ist natürlich die Besteigung des Ruwenzori-Gebirges in Uganda. Das ist das Grenzgebirge zwischen Uganda und Kongo. Ein Gebirgszug über 120 Kilometer lang,
über 5000 Meter hoch, sogar auch mit Gletscherresten oben auf den Gipfeln. Dort haben wir ein ganz exquisites Programm mit ausgewählten Berghütten. Und das ist auch etwas, was bis jetzt auf weltweiten Reisemärkten kaum angeboten wird. Also da ist man noch ganz am Anfang. Aber dass dieses Thema Trekking kommen wird, das spüren wir sehr, sehr stark. Die Nachfrage ist groß. Mein Kollege Ivo van Kulenberg, der gerade eben eine Gruppe begleitet hat bis vorgestern in Tansania, der läuft gerade zum Beispiel seit gestern ein großes Stück im Kilimandscharo-Westgebiet ab, also dieser Korridor zwischen Amboseli-Nationalpark und Arusha-Nationalpark, hat schon jetzt total begeistert berichtet. Und wir sind sicher, dass wir hier am richtigen Weg sind, dass das noch viele, viele Nachfolger haben wird, die also gerne auf solche Art von Aktivurlaub gehen wollen. Die Zukunft, unser nächstes großes Projekt in Tansania zum Beispiel, wird die Umrundung des Kilimandscharos mit dem Fahrrad sein. Das wollen wir in 2 Jahren spätestens auf den Markt bringen. Da werden wir noch ein paar Mal vor Ort sein müssen, um noch gewisse Strecken umzulegen. Aber das ist auch etwas, was demnächst stark in den Aktivbereich mit hineinfällt. Also Abenteuer pur auf jeden Fall. Das kann man in Afrika auf jeden Fall noch haben, ja. Ja, ja, Sie haben es schon erwähnt, Sie waren schon des Öfteren auf dem Kilimandscharo. Beschreiben Sie mir doch bitte mal in ganz wenigen Worten dieses Gefühl, wenn man oben am Gipfel ankommt. Wenn man an den Gipfel ankommt, das ist die Voraussetzung. Ja. Das ist nicht in allen Fällen so. Derzeit liegt die Erfolgsquote am Kilimandscharo etwa bei knapp 60%. Also das heißt, beileibe nicht alle Bergsteiger, die aufbrechen zum Gipfel, eine Besteigung dauert ungefähr 6-7 Tage, erreichen auch den Gipfel. Da bin ich doch sehr stolz zu sagen können, bei der Reisewelt sind es 97% aller Gäste, die in den letzten 10 Jahren mit uns dort waren und auch den Gipfel tatsächlich erreicht haben. Aber dieses Gefühl aus dem Kulturland bei etwa 30-32 Grad Temperatur durch 5 Klimazonen dem Gipfel Tag für Tag näher zu kommen, um oben dann bei minus 15 bis minus 20 Grad am Gipfel zu stehen, das ist überwältigend. Das ist eine Zeitreise, das ist mit Worten eigentlich kaum zu beschreiben, diese Gefühle, diese Einfachheit, die man erlebt, dieses Miteinander mit den Trägern, mit dem Koch, mit dem Bergführer und dieses langsam immer weiter hinaufkommen. Es sind wirklich überwältigende Gefühle und ganz zu schweigen von dem Blick, der über hunderte Kilometern bis zum Indischen Ozean oder bis weit in die Wildgebiete nach Tarangire oder Serengeti reichen. Es sind sehr überwältigende Momente und nicht selten habe ich Tränen des Glücks und der Freude dort erlebt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch ganz kurz auf unser Hilfsprojekt eingehen. Wir haben in 2018 eine Reisegruppe von Reisewelt in Tansania begleitet und aufgrund dessen wurde die Kinderhilfe Ostafrika ins Leben gerufen. Die Kinderhilfe Ostafrika unterstützt eine Schule in Tansania aktuell. Dort wurden Tische und Stühle angeschafft. Eine Küche wurde gebaut, damit die Kinder täglich eine warme Mahlzeit bekommen. Sie haben in einem Podcast Anfang des Jahres schon mal darüber berichtet. Was hat sich denn seit diesem Podcast oder seit diesen Monaten getan dort? Was gibt's Neues? Es hat sich seit Januar enorm viel getan. Trotz der Zeiten der Pandemie waren viele, viele Gäste mit uns in Afrika unterwegs, in Uganda, in Tansania. Und speziell in Tansania, wo alle unsere Gäste unser Projekt, unsere Schule sehen und direkte Begegnung mit den Kindern haben, sind die Spenden in dieser Zeit in einer Größenordnung geflossen, die wir uns nie hätten denken können. Wir haben in diesem Jahr nicht nur die Küche mit ungefähr 15.000 Euro finanziert, wir haben noch, was erst überhaupt nicht in der Planung war für dieses Jahr, sogar noch ein Gebäude für Lehrer errichtet, wo wir 2 Lehrer Wohnunterkünfte bieten. Ohne diese Wohnunterkünfte hätten wir keine professionellen Lehrer aus der Stadt bekommen können. Nur so haben wir jetzt auch erreicht, dass es eine anerkannte Schule ist und dass die Kinder dort wirklich auch einen anerkannten Abschluss machen. Und die Versorgung der Kinder mit einem warmen Essen jeden Tag,
ist schon für Monate hinaus jetzt schon gesichert, dank der wirklich extrem hohen Spenden. Und wir führen es einfach darauf zurück, dass unsere Besucher, die alle mit in das Projekt kommen, die wirklich mal richtig tief in Land und Leute eintauchen, nicht einfach nur Maasai gegen Geld am Straßenrand fotografieren, sondern auch mit den Maasai mal leben können. Ein Tag, eine Nacht sind wir auf einer Lodge, die von Maasai betrieben wird. Und die Menschen, unsere Mitfahrer, sind wirklich einen ganzen Tag oder Abend mit den Maasai zusammen, sehen, wie sie leben, sehen ihre Probleme, sehen aber auch den Stolz dieses Volkes. Und wenn sie dann eben noch die schulische Situation sehen, dass Kinder 8, 9, 10 Kilometer täglich zur Schule laufen und das oft ohne vorher gegessen zu haben, dann ist die Spendenbereitschaft wirklich sehr hoch. Und wir sind jetzt schon bereits dabei, den Bauplatz für eine weitere Schule zu suchen, ebenfalls in Kilimanjaro West. Mein Kollege ist, wie gesagt, schon vor Ort zurzeit. Und wir werden eine weitere Schule für ca. 60 Kinder im kommenden Jahr beginnen. Also das Projekt läuft weiter und wirklich sehr erfolgreich. Und wir sind so froh, dass so viele Gäste sich nicht haben bremsen lassen, eine Reise nach Afrika anzutreten, und Kunden, die jetzt mit uns unterwegs sind. Und wir waren kontinuierlich unterwegs. Es hat seit Januar keinen Tag gegeben, wo nicht Gäste mit uns in Afrika unterwegs waren. Und die kommen natürlich jetzt nach Hause, berichten total begeistert. Ich war jetzt am Wochenende in der Nähe von Frankfurt auf einem Vortrag zum Thema Tansania. Am selben Tag haben noch 50 Gäste die Reise gebucht für nächstes Jahr November. Unsere Uganda-Reisen im Oktober, November diesen Jahres mit Fritz Janschke und mit Ivar van Kuhnberg sind zum Beispiel restlos ausgebucht. Also es ist trotz der ganzen Problematik der Corona-Pandemie kein Problem im Augenblick, Afrika zu bereisen. Ganz im Gegenteil, wir erleben Dinge, die man vorher so nicht erlebt hat. Die Tierwelt ist wie für uns selbst da. Es drängeln sich nicht 10 Jeeps um einen Löwenrudel. Man hat sehr, sehr intensive Tierbegegnungen. Und die Menschen dort brauchen wirklich dringender denn je unsere Hilfe und auch die Tierwelt. Alleine mit den Nationalparkgebühren, die wir in den Reisepreisen schon alle inkludiert haben, können eben Ranger bezahlt werden, kann neueste Technik finanziert werden. Und die Wilderei hat tatsächlich seit der Pandemie extrem zugenommen. Ausländische wildere Banden kommen also in diese Gebiete, wo weniger Touristen jetzt sind, und richten dort immense Schäden an. Das heißt, man tut gleichzeitig mit dem Kommen in der jetzigen Zeit nach Ostafrika auch noch ein gutes Werk für die Tierwelt. Ja, und man hat einzigartige Erlebnisse, weil einfach wenige Touristen momentan das Land bereisen. Also man hat aus der Not heraus trotzdem aber auch wunderbare Erlebnisse, die einzigartig sind. Ja, der große Nachteil, Corona ist in diesem Fall einfach ein Vorteil. Ja. Ja, Herr Theiser, vielen Dank für die tollen Erzählungen, für Ihre Zeit. Und ich glaube, eine Reise nach Afrika ist nicht nur irgendeine Reise, irgendein Traumziel, was man sich erfüllt, sondern das ist ein Lebenstraum, den man sich erfüllt und wo man wirklich nachhaltig auch was von hat. Das ist zumindest mein Eindruck von Ihren Erzählungen. Ja, unbedingt den Katalog jetzt anfordern. Der Katalog geht heute an alle unsere Stammkunden raus. Wir werden ihn deutschlandweit versenden. Wer noch nicht mit uns in Afrika war, sollte es wirklich dieses tolle Werk, das mit vielen, vielen persönlich erstellten Bildern, mit Erlebnissen gespickt ist. Es lohnt sich wirklich, das Werk zu bestellen. Hier bei der Reisewelt wird kostenlos zugesandt. Und das sollte man möglichst bald tun, um sich wieder mal ein Ziel, ein Lebensziel zu stecken. Vielleicht für seine Traumreise, von der man immer schon geträumt hat. Genau, vielen Dank. Danke auch. Und liebe Hörer, wenn Sie weitere Informationen zu unseren Afrika-Reisen wünschen, finden Sie diese wie immer auf unserer Internetseite www.reisewelt-neuhof.de. Dort können Sie auch den Katalog online anschauen oder eben auch bestellen. Wir schicken Ihnen diesen kostenlos zu. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.